starten mit der Version 8. Leitstelle Kreis-Heinsberg, verstanden. Servus, mein Name ist Marie Paulus und ich befinde mich in Rickelrath am Telt. Ja, hier brennt die Baustelle. Und damit begrüße ich dich herzlich zu einer weiteren Folge Wegberg Version 8 hier auf meinem Kanal. Irgendwie muss ich mir das wieder abgewöhnen. Eine kurze, knackige Anmeldung von der Marie haben wir bekommen. Eine Anmeldung, eine Anmeldung für einen Einsatz, kann man ja so sagen. Und zwar geht's für uns nach Rickelrath am Telt. Hier soll es wohl auf der Baustelle brennen. Ja, mehr Infos haben wir nicht. Sagen wir, starten mal mit Feuer 1. Das wäre Zugalarm LZ5, die hauptamtliche Wache und die Bauhof- und Verwaltungsstaffel. Das machen wir auch. Nehmen wir den ELW mit und das HALEF. Wir schicken die Alarmierung raus. Die Boys können sich umziehen. Zwei haben wir heute wieder zur Auswahl. Das konnte ich gerade eben schon erspicken. Ja, da haben wir wieder Türen im Weg. Dann machen wir mal als erstes die Tür auf. Einsatz, hauptamtliche Wache, Feuer 1, Wegberg, Rickelrath, am Telt, Neubau, Einfamilienhaus, Feuer auf Baustelle, Anrufer war die Frau Paulus. Gut, mehr Informationen haben wir gar nicht, Meldung können wir dann bestätigen, dann werden wir die Boys hier fertig machen, warten auf das MTF und auf die Jungs mit Bagger und Kehrmaschine und Straßenmeistereifahrzeugen. Gutes Stichwort übrigens, da es hat auf meinem Kanal das zweite Spiel gestartet, beziehungsweise habe ich die zweite Let's Play-Reihe gestartet. Ich versuche mich aktuell mal im Bausimulator. Wer darauf Bock hat, auf dieses Setting, gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Da gibt es eine Playlist, Bausimulator 2022. Es kommt bestimmt irgendwo rechts in den Vorschlägen. Ich vermute mal, wenn mein Plan aufgeht, dürftet ihr dieses Video um 18 Uhr sehen, um 19 Uhr. Gibt es dann die neue Folge vom Bausimulator. Das heißt, wer Bock hat, kann sich heute gleich zum ersten Mal das Doppelpack gönnen. Gut, so viel Werbung in eigener Sache für den Kanal. Wir machen mal den ELW-Start klar. Wolfgang kann Zugführer sein, ich kann nix. Dann fahre ich einfach mal und der Wolfgang ist dann heute mal Zugführer. So, dann werden wir den ELW mal direkt losschicken, denn bis Rickelrath ist ja doch noch ein kleines Stückchen. Da kommt schon der Bagger. Ein Atlas-Bagger. Mal gucken, wo er diesmal parkt. Wahrscheinlich wieder hier irgendwo. Ja, da. Sehr gut, da haben wir schon mal einen Maschinisten am Start. Da kommt das MTF. Mal gucken, wie stark das besetzt ist. Herr Wegberg, ELW 12 aus 101, 2 Geräteträger. Wir haben zwar bislang wieder keinen Gruppenführer. Leitstelle verstanden. Aber das sollten wir dennoch hinkriegen. Vielleicht kommt ja noch einer. Ja, für euch eine Info zur Feuermeldung. Bisher lediglich ein Anrufer, keine weiteren Infos. Geht mal Rückmeldung. Das ist verstanden. Ja, dann werden wir das auch machen. Aber ich glaube, eine Rückmeldung werden wir vorerst nicht bekommen. So, der Hugo darf heute mal das Halle fahren. Rein in die gute Kiste und dann werden wir mal die Karre hier stark besetzen. Wobei, eventuell wird es sich auch lohnen, die Leiter mit aufzubauen. Kriegen wir noch einen zweiten zusammen? Tatsächlich, dann steigt doch noch mal kurz aus. Dann nehmen wir jetzt spontan einfach noch die Leiter mit. Dann kannst du die nämlich mal fahren. Hugo, fahren? Ja, genau. So, du da rein. Und dann darf der Meinrad jetzt fahren. Du darfst wieder einsteigen. Du darfst einsteigen. So viele da, die eine Drehleiterausbildung haben diesmal. Ist ja krass. So, dann nehmen wir ihn noch mit. Ein Geräteträger wäre noch schön. Hier haben wir einen. Drehleiter können wir sogar mal mit 3 Mann besetzen. Steht hier oben noch einer? Nee, ich glaube, dann sind wir auch durch. Es dürften alle da sein.
So, wie viel Mann haben wir hier drauf? 7. Komm, rücken wir raus. Das passt. Und dann besetzen wir einfach mal die Drehleiter. Zu dritt diesmal. Leider beide ohne Gruppenführer. Naja, man kann nicht jeden Tag Glück haben. So, und mit dir rein. Und dann kommen wir ebenfalls in Status 3. Sehr schön. Dann warten wir mal, bis die Drehleiter die Karte verlassen hat, lauschen noch kurz dem Funk und dann wechseln wir mal rüber nach Radanhofen, beziehungsweise nutzen wir einfach jetzt die Chance, wechseln rüber und dann sehen wir uns gleich wieder am Telt. Ja, Ausfahrt 007 mit 4 AGT. Oi, das sieht nach einem Dachstuhl. Oh, das sieht schon nach einem richtigen Feuerchen aus. Da können wir direkt auf Feuer 2 hochgehen. Und zum Glück haben wir die Leiter mitgenommen. Ihr Leiter Lecker Seinsberg, verstanden. So, dann kann das MLF mal durchziehen. ELW werden wir auf die Seite stellen. Voran Wegberg 11, DLK 23.1, Ausfahrt mit 003 mit 2 AGT. So, dann haben wir einen HLF 10. Das sollen wir hier auf die Seite stellen, dass wir da irgendwie gut auf die Baustelle kommen. 003, davon 2 AGT. Mit dem MTF werden wir hier drüben mal die Straße dicht machen. Das dürfte, glaube ich, der Transit sein, der Headliner. Ja, wir sind aus mit 022 Geräteträger. So, und theoretisch noch einen Angriff nach hier hinten aufbauen, wird aber nicht so viel bringen, weil da ein Bauzaun ist und wir den zumindest noch nicht entfernen können. Ja, Leistung aus Heinsberg, verstanden. Ja, schwierig, ne? Vor allem, wenn wir gleich noch die Leiterinstellung bringen, dann stellen wir das HLF mal hier hin. Die Drehleiter mal hinten dran. 2 AGT. Bitte sei stark besetzt. Oh, 4 Mann, immerhin 2 Geräteträger, das ist schon mal was. Das ebenfalls verstanden. Gut, dann können die Jungs gleich mal aussteigen und dann machen wir gleich mal Attacke. Sehr gut, Gruppenführer haben wir da. 001, davon 1 AGT. So. Dann holen wir erstmal den Kollegen von hier hinten weg, dass da nichts anbrennt. Da hinten haben wir einen Hydranten. Sehr geil. Boah, hier haben wir auch ein schwammig besetztes Fahrzeug. Wir werden auf jeden Fall gleich eine Rückmeldung geben. Und nachalarmieren. Ja, dann hauen wir mal hier dorthin. Der Gruppenführer darf dann einsteigen. Dann geben wir mal eine Rückmeldung und dann direkt mal was nachalarmieren. Leitstelle von Wegberg 52 MLF. Oh, da unten sitzt auch noch einer. Leitstelle. Den sollten wir natürlich auch noch runterholen, Rückmeldung geben und Kräfte nachfordern. Wir gehen hoch auf Feuer 2 und dann dürfte der Rest kommen vom LZ1. Oh, sollte passen, machen wir mal so. Alarmstufenerhöhung, Feuer 2. So, Strahlrohr werden wir uns schnappen. Alarmstufenerhöhung, Feuer 2. Ja, schön im Vollbrand die Baustelle. Und zwar brennt nicht nur die Baustelle, sondern ja eigentlich auch der Dachstuhl. Jetzt gucken wir mal, was haben wir hier denn Feuer auf Baustelle? Das trifft es eigentlich. Erste Rückmeldung, Einsatzstelle. Winkelrad. Den hier können wir irgendwie Feuer nicht holen. Feuer auf einer Baustelle. Eine Person vermisst. Menschenrettung wird eingeleitet. Löschangriff wird vorbereitet. Wir arbeiten an der Wasserversorgung. Weitere Rückmeldung folgt. Ne, ich krieg ihn da nicht runter. Ja, Leistung aus Heinsberg, verstanden. Schwierig. Dann fangen wir mal an, zumindest hier hinten beim Dixi-Klo zu löschen. Oh, das hat er gerade noch so überlebt. Dann werden wir mal hier hinten noch die zwei Jungs holen.
Da haben wir die Nachalarmierung für den LZ1, technische Einsatzleitung, und einen Rettungswagen kriegen wir jetzt noch hinzu. Feuer auf Baustelle, Nachforderung. Ja. Gut, die Baustelle hier ist irgendwie ein bisschen tricky. Kriegt die Person hier nicht weg. So, dann kommt da hinten der AT2, dann bauen wir hier mal eine Wasserversorgung auf. Und die Drehleiter werden wir dann wahrscheinlich mit dem MLF einfach speisen. Das klingt nach einem Plan, dann hol du dir mal ein Strahlrohr. Und dann kannst du hier mit ran an das HLF. Wasserversorgung bauen wir auf. Da kommt die Drehleiter, sehr gut. Gut, die werden wir mal... Boah, das wird richtig eng, ne? Hier werden wir die jetzt mal versuchen hinzustellen. Wegberger, du wärst vielleicht mit meinem Tag. Hier, Wegberger, du wärst. So, Pumpe müssen wir noch starten. Ja, Feuerwehr vor. Nachforderung für euch. Ist das MTF da? Ja, sehr gut. Haben wir da Manpower drauf? Einen. Das ist ja super, aber hier machen wir zumindest mal den Heckwarner an. ELW können wir mal aufbauen. So, das Abstützen, das automatische Abstützen der Drehleiter, das lasse ich jetzt mal, denn ich vermute, hier ist nicht genug Platz links und rechts. So, löschen wir hier das Dixie-Klo. So, wir werden nämlich jetzt die Drehleiter einfach mal nach unten hin abstützen. Lassen die Stützen quasi drin. Ja, jetzt ist er nämlich verletzt. Die da hinten noch nicht. Dann wollen wir mal versuchen, den Boy hier zu retten. Der Wegbänge LW 12 Funk und betriebsbereit für Sie Ansprechpartner an der Einsatzstelle. Können die Jungs aus dem AT2 sich mal einsatzbereit machen? Ja, lass bitte mit. So, versuchen wir mal, den jetzt aufzuheben. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen näher an der Straße. Hier ist der Wegberg 11LFC. Wir sind aus 1177 Atemschutzgerätträger. So, Korb haben wir aufgeklappt. Wunderbar. 117, da kommt die AGC auch verstanden. Sehr gut, dann haben wir abgestützt, da müssen wir noch das Wenderohr montieren. Der Kollege hier kann mal weg. Wir packen schon mal einen Geräteträger hoch in den Korb. Und werden ihn mal hier rüberbringen. Und dann werden wir nämlich passend hier einfach gleich den RTW auf den Grünstreifen stellen. Die Pol holen wir mal hoch zum ELW. Dann kriegen wir jetzt noch das LF10. Und das war's. Na gut, sollten wir hinkriegen. So, jetzt montieren wir mal noch schnell das Wenderohr. Und versorgen die Leiter noch schnell mit Wasser. Und dann werden wir mal noch eine weitere Rückmeldung geben. Das können wir eigentlich jetzt schon machen. So, dann fahren wir mal hoch. Ja, wie immer bin ich zu hektisch. Leiterfahrt drehen und gleichzeitig noch hochfahren. Und dann werden wir mal hier ordentlich aufs Dach raufhalten, dass wir das gelöscht kriegen. So, Sprechaufforderungen haben wir, dann werden wir mal antworten. Mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle, es wurden alle Personen aus dem Gefahrenbereich gerettet, ein Verletzter an den Rettungsdienst übergeben. Zwei Rohre im Einsatz,
Zwei Trupps unter PA im Einsatz. Ein Wendewall über den PLK. Die Wasserversorgung ist hergestellt. Eino ist jetzt ebenfalls an der Einsatzstelle. Kommt noch verstanden. So, sehr gut. Dann versorgen wir hier den Verletzten. Der scheint nicht notarztpflichtig zu sein. Haben wir ihn noch schnell genug geholt. Wurde verstanden. Die Trage haben wir auch gleich schon ready. Dann lassen wir ihn mal behandeln und gucken, dass wir jetzt das Feuerchen hier auskriegen. Na, Maschinist. So, dann fahren wir mal den Leiterpark noch aus. Senken den mal noch, dass wir da hinten besser an die Flammen rankommen. Und dann können wir eigentlich gleich auch noch einen dritten Geräteträger an den Verteiler mit anschließen. So, PA-Gerät aktivieren, sonst kippt der Kollege uns hier noch im Korb um. Das wollen wir ja nicht. Geräteträger, da haben wir noch einen. Schnapp dir mal ein Strahlrohr. Und ran da. So, dann können wir eigentlich noch ein bisschen Zeit für Verkehrssicherung ist. Nein, das war das Unfalldreieck, das wollte ich nicht. Dann müssen wir die Warnblinker nochmal aktivieren. Zack. Personal kann mal aussteigen, von der Pol ebenfalls. So, Zugführer haben wir diesmal am Start. Also ich vermute mal, der ERW hat bestimmt keine Pylonen am Start. Das Warndreieck können wir wieder ablegen. Da steht ja Unfall drauf. Unfall haben wir in dem Falle mal hier nicht. Feuer in Gewalt. Sehr schöne Sache. Dann geben wir diesmal mit dem ERW eine Rückmeldung. Kann der Zugführer wieder einsteigen. Gehen wir in Status 5. Hat er denn das Hütchen geholt? Nee, nicht aufheben. Na, ja. Ich habe gedacht, der hat den Blitzer schon ausgerüstet. War's das? Tatsache. Feuer aus. Dürfen wir schon sprechen? Ja, wir sprechen einfach nochmal. Dann werden wir mal den Verletzten aufladen. Jetzt dürfen wir sprechen. Hier Wegberg ELW 1-2 mit weiterer Rückmeldung von der Einsatzstelle. Das Feuer ist aus. Nachlöcharbeiten laufen. Kommen, hab verstanden. Kommen, hab verstanden. So, Notfallrucksack haben wir abgelegt. Ja, das ist soweit verstanden. Kann er schon mal einsteigen. Die Trage fährt hinten noch rein. Und dann können wir den guten Bauarbeiter hier mal gleich ins Krankenhaus schicken und hoffen, dass er schnell wieder fit ist. Ja, jetzt wird er noch kurz anbehandelt. Warum hat er auch nur ein Hütchen in der Hand? Mysteriös. So, wir können parallel mal schauen, ob wir die Einsatzstelle an die Polizei übergeben müssen. Aufgebrochen haben wir ja nichts, aber ich weiß nicht, wie sich das verhält. Doch, müssen wir machen. Und die ersten Geräteträger fangen auch schon an zu piepsen, aber das kann uns egal sein. So. Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Das passt, das passt, das passt. Patient ist noch nicht transportfähig. Ja, das ist doch ein gutes Thumbnail. Oder sollen wir mal das MLF nehmen? Ihr werdet es schon vorher gesehen haben. Einsatzstelle haben wir an die Einsatzstelle haben wir an die Polizei übergeben, an den Herrn Bichler. Und dann können wir auch wieder einrücken. Ja doch, ich glaube, wir nehmen das MLF. Das ist so selten draußen, dass wir das nehmen. So, jetzt müssen wir hier natürlich Patient können wir abtransportieren. Sehr schön, dann machen wir das doch nochmal schnell, bevor wir den Screenshot machen. Ab in Status 7, Musik auf dem Dach an und los Richtung Krankenhaus. Was ist eigentlich mit dem LF10 passiert? Ach krass, das braucht immer noch 117 Minuten, bis es da ist.
So, zurück zum Screenshot. Vermute mal, das sollte so ganz schick sein. Jetzt müssen wir natürlich noch den richtigen Moment treffen, wo das Blaulicht auch schön blitzt. Sieht auf dem Thumbnail immer am schönsten aus. Gut. Dann steigen wir mal zurück in ELW, dass wir gleich die Abschlussmeldung durchfunken können. Wir haben aufgenommen, alarmmäßig, Krankenhaus Erkelenz. Nach Erkelenz geht's. Das ist soweit verstanden. So, jetzt warten wir auf unsere Sprechaufforderung und dann können wir den Einsatz auch abschließen. Abschlussmeldung. Mit Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Das Feuer ist aus, damit hier noch Aufräumarbeiten. Die Einsatzstelle an den Rhino 1131 übergeben. Abschließende Stärke 3324. In Kürze alle Kräfte Feuerwehr, freie Einsatzstelle. Ende Rückmeldung. Ja, die Rückmeldung konnte ich aufnehmen. Das ist sehr schön und wir sind durch mit der Folge. War ein kleiner, aber feiner Einsatz. Vor allen Dingen schönes Szenario hier auf der Baustelle, passend auch zum Bausimulator. Jo, wenn dir der Content gefallen hat, abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Nochmal an alle Abonnenten, danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mich so zahlreich unterstützt. Jo, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, halt die Ohren steif. Ciao, ciao.